Ihr braucht mehr Stauraum, dann ist das euer Mod. Und zwar super giga große Regale. Man sieht das hier. Eine kleine Variante und eine große Variante mit Dach sogar. Hier dreistöckig, hier nur zweistöckig. Beziehungsweise. Und kann man ja auch noch was hinlegen. So, alles mit Kollision, also man kann da schön Sachen drauflegen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, für was braucht man das? Man kann hier zum Beispiel Saatgutpaletten oder andere Paletten, zum Beispiel Futter und sowas drauflegen. Man hatte da ein bisschen was. Dünger, Setzlinge oder eben andere Sachen. Oder man kann auch zum Beispiel ein Gewicht drauf tun, wer es braucht. Oder was man noch kann, ist zum Beispiel solche Dinger. Schneidwerke für einen Häcksler, Anbausachen oder auch gegebenenfalls kleine Maschinen, die sonst noch so irgendwo rum sind, kann man da einfach drin stapeln. Ganz bibi fein. Aber am idealsten für Schneidwerke oder so, weil die liegen ja eh immer irgendwo am Hof rum. Das ist eh ätzend eigentlich. Oder eben schön Paletten, wie man will. Vielleicht kommt auch noch der eine oder andere Stapler mal, dann wäre das echt genial. Das Ganze finden wir unter platzierbare Objekte. Es sind ja platzierbar hier ein hohes und kleines. Vom Preis her ist nicht viel Unterschied. Und die kann man ja ganz normal hier platzieren. Schön nebeneinander zum Beispiel hier gucken. Kann man die ineinander auch platzieren? Ja, geht. Cool. Das jetzt mal einsehen, wie sieht das aus? Das sieht aus wie gewollt. Ja, fast. Man sieht trotzdem noch den zweiten Stier, aber man kann sie relativ gut platzieren, damit es aussieht wie ein großes Regal. Ja, und die Lok sagt dazu natürlich auch nichts. Die ist still und schweigt. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut. Tschüss.